Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das ist meine Tochter Edla Pauf. Ich bin Angelika Pauf und wir freuen uns beide sehr, dass du eingeschaltet hast. Du wirst mich heute nicht wie üblich auf der Yogamatte antreffen, sondern am Herd in der Küche mit meiner Tochter und glaub mir, das ist nicht nur für dich ungewöhnlich. Wir werden heute zusammen ein leckeres Gericht zusammenstellen und hoffen, dass wir dich dafür begeistern können. Falls dir unser Video gefällt, freuen wir uns über ein Abo von dir und drücke dafür gerne auf die Glocke, damit auch tatsächlich über jedes neue Video von mir informiert wirst. Und mal angenommen, meine Videos sind eine Bereicherung für dich, dann hast du die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Als Kanalmitglied erhältst du zusätzliche weitere spannende Videoimpulse von mir und bist Teil einer kleinen, aber feinen Community. Und mit dieser Art der Unterstützung würdest du mir eine riesengroße Freude bereiten und mir wirklich helfen, auch in Zukunft noch viele weitere Videos zu erstellen. Bevor es losgeht, Eddie, magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen? Ja, gerne. Meinen Namen kennst du ja jetzt schon. Ich bin außerdem 29 Jahre alt, lebe in Berlin und bin im Vergleich zu meiner Family nicht im spirituellen Bereich tätig, sondern arbeite im technischen Projektmanagement, versuche aber auch Spiritualität in mein Leben zu integrieren durch regelmäßige Yoga-Sessions, durch morgendliche Meditationen und auch die Teilnahme an Mantra-Sessions bei meiner Schwester. Danke, mein Schatz, fürs Teilen. Meiner Familie und mir war es schon immer wichtig, sich gesund zu ernähren und vor allem mit frischen, leckeren Zutaten. Da mein Drang zur Bewegung allerdings schon immer größer war als das Kochen, habe ich irgendwann mal eine Leidenschaft für einfache, schnelle Rezepte entwickelt und eins davon möchten wir dir heute vorstellen. Und deshalb haben wir uns heute für ein einfaches, gesundes, veganes Gericht für dich entschieden und zwar die Linsen Bolognese. Was brauchen wir dafür? Eine halbe Packung Vollkornspaghetti, dann Linsen haben wir aus der Dose uns entschieden, weil die super lecker sind und natürlich auch mega schnell gehen und gleichzeitig auch noch Gemüse drin ist. Upsa, Karotten, Zwiebel, Tomatensoße, nicht vergessen einen Schuss Rotwein, ganz wichtig. Olivenöl und verschiedene Gewürze wie Salz, Pfeffer, Paprika, Oregano und Basilikum. Genau. Und ich sage, legen wir los. Ja. Wer fängt mit was an? Ich setze erstmal Wasser auf. Perfekt. Das schaffst du. Dann mache ich das mit dem Knoblauch. Genau. Also ich glaube, jetzt habe ich erwähnt, dass ihr heute nicht zwei Profiköche erwarten dürfen. Das seht ihr schon daran, dass ich gefühlt eine halbe Stunde brauche, bis ich mal diesen Knoblauch geschält habe. Ich schneide parallel schon mal die Karotten und dann kannst du die Zwiebel machen. Ja. Alles dann in die Pfanne. Ja, so gut. Ach, Salz in dem Wasser. Ja, aber das kannst du auch reinmachen, wenn es kocht, schon kocht, oder? Machst du mit? Ja. Ich fang schon an zu weinen. Von den Zwiebeln. Schon bald mehr Zwiebel als Karotten, aber passt, oder? Nee, da kommt ja, da kommt ja noch. So, was haben wir denn bis jetzt gemacht? Also klar Wasser aufgesetzt, Salzwasser für die Nudeln, für die Vollkornnudeln entschieden, weil die klar gesünder sind und mehr Ballaststoffe enthalten und somit gleich noch die Verdauung fördern. Genau. Dann Zwiebel, Karotten, Knoblauch. Jetzt wird das ein bisschen angebraten oder angebrutzelt. Manchmal muss man es einfach vielleicht nochmal so ein Stück Öl nachgießen.
So. Genau, was man jetzt auf jeden Fall auch schon machen könnte, ist, dass man die Linsen aus der Dose holt und abgießt. Genau. In dem Suppenkrüm. Genau. Oder dem Wasser vielleicht zu viel. Hier drin. Rein, oder ist das für die Nudeln? Nee, nee. Oder? Ja, kann schon. Schwer, ich wasche es dann aus. Wenn das die Löcher zu groß sind und die Nudeln ich glaube nicht. Durchschwimmen. I'm trying. Also, ich mache schon mal die Nudeln rein, wenn es kocht. Wir machen ja Sharing. Genau, und für zwei Leute kann man dann ruhig die ganze Dose Linsen verwenden. Also, Wecker habe ich auf 12 Minuten gestellt. Perfekt. Ich glaube, die kann man schon dazugeben. Ja. Warte auf. Oh, das war's. Rein damit. Genau. Die Linsen dann zu den Karotten und Zwiebeln in die Pfanne. So. Und jetzt? Also erstens können wir die Linsen wirklich so anbraten wie praktisch Hackfleisch. Das darfst du richtig reinbrutzeln. Also es darf richtig Farbe bekommen. Und alles, was zu wässrig ist, dass es praktisch verdünstet. Das ist ja praktisch wie ein Hackfleischersatz. Perfekt. So, als nächstes. Genau, also man kann jetzt auf jeden Fall schon parallel ein bisschen würzen, wenn man möchte. Mit Salz. Und Pfeffer. Mhm. Und da Wasser raus. Gehen wir mal davon aus. Weniger, aber egal. Doch, da kommt schon was. Aber mach noch ein bisschen. Genau. So. Und dann auch noch ein bisschen Edelsüßpaprika. Und Oregano, gell? Mhm. Dann einfach von beiden so einen Teelöffel, oder? Ja. Ein Teelöffel. So ungefähr. Bisschen verstreuen. Ups. Perfekt. Love you. Oregano auch noch. Mhm. Teelöffel. Genau. Und das Basilikum geschnitten, ne? Ja, ich mache das immer mit der Schere. Okay, dann mache ich das auch. Also kannst du praktisch die Blätter direkt über der Pfanne zerkleinern. Heiß. Schwitsch. Schwitsch. Die Teller müssen wir noch. Die sind die schöne. Nee. Mach du das? Gut. Was ich ja nur zu den Linsen sagen wollte. Ja. Linsen haben ziemlich viel, die haben sehr viel pflanzliches Eiweiß. Und überhaupt Eiweiß ist ja wichtig für den Aufbau unserer Muskulatur. Beziehungsweise wirkt dem Verlust der Muskelmasse entgegen. Und wir verlieren ja schon ab dem 30. Lebensjahr Muskeln. Edith, du hast noch Zeit. Aber es ist ja ein 50-plus YouTube-Kanal und insofern ist tatsächlich natürlich Bewegung wichtig, auch gerne mal kraftvolle Bewegung und dass wir genügend Eiweiß zu uns nehmen. Und den Muskeln ist es tatsächlich egal, ob dieses Eiweiß von tierischen oder pflanzlichen Eiweiß herkommt, aber wir haben uns für pflanzliches Eiweiß entschieden, aus verschiedenen Gründen. Außerdem enthalten Linsen auch noch Eisen, genau, Eisen. Also, perfekt eigentlich, gesund zu essen und die Stoffe zu bekommen, die unser Körper tatsächlich braucht. Machen wir jetzt das Tomaten? Ich glaube, zuerst kommt eigentlich der Rotwein. Echt? Okay. Ja. Okay. Also als nächstes ein Schuss Rotwein. Ich hau alles rein. Hast alles rein. Okay. Gute Stimmung. Das verdampft ja auch noch, das wird ja eh verkocht und ich glaube... Oder war das jetzt zu früh? Nee. Wenn das kocht, wird ja der Alkohol eh verdünstet. Sieht ja schon gut aus, ne? Ja. Genau, und was wir, glaube ich, vergessen haben, vorhin zu zeigen, ist die Cashew-Mousse. Benötigen wir auch noch.
Ganz zum Schluss, glaube ich. Ganz zum Schluss, ja. Noch 4 Minuten, glaube ich. Und kann... Tomatenmark, oder? Ja, genau. Oh Gott. Ist zum Thema Profis. Aber kann ja überall Profis sein. Tomatenmark gehört auch noch zum Rezept. Was kommt jetzt rein? Jetzt kommt... Chef? Ist es jetzt genügend? Da rein? Ja, also es ist noch. Gedünstet. Gebrutzelt. Ja, dann kommt als nächstes die Tomatensauce hinzu. So. Super. Und Tomatenmark. Aber erstmal ein bisschen verrühren. Genau. Wenn wir das öfters machen, brauchen wir natürlich auch schützen. Ich weiß nicht, wie sehe ich eigentlich schon aus? Geht. Geht. Bei mir sieht man es nicht. Nee. Gut gewählt. Also wenn das schon ein bisschen so rein gebrutzelt ist, dann kann man die Temperatur ein bisschen niedriger stellen. So. Genau. Die Nudeln sind dann auch bald. Bald haben wir. Jetzt kommt Tomatenmark rein. Genau. Und Tomaten sind auch sehr gesund. Und was spannend ist, dass wenn die Tomaten zerkleinert sind, beziehungsweise jetzt hier auch so erhitzt werden, können wir diese Vitamine und die Pflanzenstoffe viel besser aufnehmen. Ganz genau erklären kann ich das auch nicht, aber es wird einfach vom Körper, vom menschlichen Körper besser aufgenommen als rohe Tomaten. Finde ich auch spannend. Und, was ich auch witzig finde, was also Tomatenmark oder bei so Soßen, die Tomaten, die man dafür verwendet, die sind scheinbar, hingen die länger an den Bäumen in der Sonne. Und deshalb konnten die natürlich auch, oder haben die deshalb natürlich auch mehr Vitamine. Interessant. Ja, ist mega interessant. Ich dachte immer früher, dass die rohen besser sind, aber... Ist gar nicht so. Wir machen halt alles richtig. Fast. Ich wollte das hier nicht. Das hier nicht so, ups, sorry, chaotisch aussieht. Haben wir alles? So. Ja, genau. Ich kann das mal putzen. Die Nudeln sind jetzt fertig. Ups. Die werden jetzt nur abgegossen und nicht abgeschreckt. Und dann gleich kommt Olivenöl drüber. Je nachdem, nach Gusto und wie man es halt mag. Genau, und jetzt sind wir jetzt eigentlich auch schon fast durch, auch fertig mit der Bolo. Hier haben wir noch ein kleines Special zum Schluss. Und zwar könnt ihr noch ein bisschen Cashew-Mousse in die Soße, in die Bolo reintun, um die ganze Bolognese ein bisschen cremiger zu machen. Super. Genau. Also da reicht wahrscheinlich ein Esslöffel. Ja, ein Esslöffel reicht. Da weiß ich auch noch was dazu. Und zwar, ich habe mich sehr lange mit dem Thema Glück bzw. positiver Psychologie zu tun. Das hat jetzt leider wirklich was damit zu tun. Aber in Cashewkernen, da steckt diese ganz wichtige essentielle Aminosäure, nämlich Tryptophan. Und Tryptophan wird im Körper zu Serotonin umgewandelt. Und Serotonin ist ein Glückshormon. Das heißt, diese Cashew-Mousse schmeckt nicht nur lecker, macht die ganze Soße cremig, sondern fördert dein Wohlbefinden. Ich glaube sogar den Schlaf und warum auch immer, es wirkt gewichtsreduzierend. Ich nehme an, weil dieses Cashew-Mousse so glücklich macht, dass es auf jeden Fall niemals zu einem Frustessen kommt. Auf jeden Fall, Serotonin ist genial, wenn man das noch einfach sich zufügen kann und das mit so einem gesunden Essen. Also, hau rein. Ja. Perfekt. Haben wir noch die Teller. Dann müssen wir noch einmal kurz abspielen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. So. Kommen wir nachher eh? Ja. Aber wir sind heiß. Mhm. Heiß. Mhm. Und? Fehlt noch was. Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Nee, passt perfekt. Passt. Die Karotten sind ein bisschen hart, aber... Ja, genau, die kann dann ja jeder, wie er möchte, das länger noch putzen lassen. Ja. Ich würde sagen, wir essen von einem Teller. Oder? Von einem. Probieren wir es. Okay. Ja, genau. Okay.
bin ich gespannt. Ich auch. Kann man sagen. Mach nichts, Schätzchen. Mach nichts? Mach gar nichts. So. Okay. So, nee. Perfekt. Ja. Also, super. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt kann man natürlich noch ein bisschen Basilikum. Deko. Als Deko mit drauflegen. Du mit Deko, warst du schon immer gut. Ja, ne? Also. Also besser geht's nicht. Wow! Also, sieht doch mega lecker aus. Oder? Ich freue mich schon. Ich bin jetzt gespannt. Ich freue mich auch. Also normalerweise essen wir schon von zwei Tellern, aber jetzt einfach mal zu probieren, weil wir werden das natürlich nachher ganz genüsslich und länger genießen. Ja. Also Schatz, guten. Probier jetzt erstmal süß. Lecker. Wirklich mega köstlich. Was jetzt einfach genial ist, weil es schmeckt gut. Ich finde, es sieht auch hübsch aus. Mhm. Und ist gesund, ist eiweißreich, ballaststoffreich, hat Vitamine, Pflanzenstoffe und nicht zu vergessen, Cashew-Mus, das glücklich macht, das unser Wohlbefinden fördert. Was will man mehr? Wir hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat mit dieser chaotischen Kochrunde. Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir keine Profis sind. Eddie ist ihrem Gebiet Profi und ich denke, auf der Yogamatte komme ich ein bisschen professioneller rüber. Aber das war uns jetzt auch gar nicht so wichtig. Wir wollten dir einfach mal zeigen, wie es bei uns so zu Hause zugeht. Viele von mir so das mega Bild haben, immer alles perfekt, weit gefehlt. Genau, und du kannst das Gericht natürlich auch jederzeit mit anderen Gemüsen umwandeln, sei es mit Lauch, Paprika oder Sellerie. Mach es einfach so, wie es für dich passt, wie es für dich schmeckt. Und lass es uns gerne wissen, welche Ideen oder ja, kreative Varianten du entwickelt hast. Wir würden uns mega freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder Kommentar von dir. Wir freuen uns natürlich auch mega, wenn du unser Video weiterempfiehlst und deine Freunde, Bekannte, Family, Kollegen. Ich bin sowieso, würde mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal weiterempfiehlst. Ansonsten wünschen wir dir jetzt einen guten Appetit, ja, und vor allem gutes Gelingen und mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.